Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Hans und heute stelle ich euch eine neue Funktion vor oder besser gesagt eine neue Einstellung auf eurer Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, auf der zukünftigen Xbox Series S und der Xbox Series X wird es ebenfalls verfügbar sein und sogar auf dem PC, denn dort habt ihr auch eine Art Xbox App. Und in diesen könnt ihr das alles einstellen, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und dafür gehe ich jetzt mal auf meine Xbox. Allerdings noch eine Xbox One X. Bis gleich. So, nun befinde ich mich auf meiner Xbox One X und hier ist es jetzt natürlich noch nicht sichtbar, was ich euch gerne zeigen möchte, denn das findet ihr nur auf eurem Profil und dafür könnt ihr entweder direkt hier oben in das Profil reinklicken, also einfach mit dem Steuerkreuz nach oben, dann seht ihr schon, dass jetzt mein, ja, ich sag jetzt mal Profilbild umrandet ist und dann können wir da einfach drauf drücken und dann sehen wir schon hier, dass wir auf mein Profil springen könnten und da können wir dann einfach mal reinklicken und dann seht ihr schon die Veränderung. Jo, der Hans, der winkt schon. Und hier haben wir die Möglichkeit nämlich zu sehen, dass wir im Hintergrund jetzt ein anderes Hintergrundbild vorfinden und das ist die Xbox Series X. Ich denke mal, die erkennt jeder, genau. Und dann könnt ihr hier auf Profil anpassen klicken und dann könnt ihr das Ganze nämlich überarbeiten. Und zwar auf der rechten Seite unter Design ändern habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr da drauf klickt, öffnet sich ein weiterer Bereich und hier könnt ihr jetzt Farben anpassen oder ihr könnt quasi auch für Forza, für Gears oder für Minecraft oder sogar für den Master Chief oder aber auch hier für Sea of Thieves oder ihr könnt dann hier das Xbox Series X Hintergründchen oder den Xbox Series S Hintergrund wählen oder ihr könnt auch sagen, nee, gefällt mir beides nicht, ich möchte den Hintergrund vom Xbox Game Pass, dann könnt ihr diesen hier verwenden. Und ja, so einfach ist das quasi hier anzupassen. Das Ganze funktioniert ab sofort, wenn ihr das neueste Oktober-Update heruntergeladen habt, wie ihr das herunterladen könnt, das habe ich natürlich auch schon in dem Video beschrieben und gezeigt. Das könnt ihr ganz normal über das Update machen. Und das Video werde ich euch natürlich am besten verlinken. Und ja, das war eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Ja, das war die neue Funktion im Oktober-Update und zwar für das Dashboard. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sich geändert haben, wie zum Beispiel die Umrandungen sind hinzugekommen, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben werdet. Ansonsten, ja, schaut euch gerne auf meinem YouTube-Kanal, wo ihr jetzt gerade hier das Video gesehen habt, einfach mal um. Da gibt es jede Menge neue Sachen zu entdecken, auch ein paar Livestreams oder sowas. Kommt auch gerne mal auf Twitch vorbei, denn da bin ich fast täglich live. Und ja, damit bin ich auch schon durch mit dem Video. Danke natürlich wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst vor allem auch gerne ein Abo da, wenn ihr hier nichts über das Thema Xbox mehr verpassen wollt. Dann seid ihr nämlich genau hier richtig. Und ja, schaut auf jeden Fall auch gerne sonntags mal vorbei, hier auf meinem YouTube-Kanal. Denn da gibt es um 14 Uhr immer die Kaffee-Talk-Runde. Da geht es dann meistens um die neuen Konsolen, die uns bald erwarten werden. Und nein, ich habe immer noch keine. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann. Und jetzt bin ich wie gesagt raus. Danke wie immer fürs Zuschauen. Wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers.